Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir mit Rico die Welt der Musketiere abgeschlossen, das Land der Musketiere, ich habe schon wieder gesagt. Und wir sind jetzt vor Simsalabim Sinfonie. Da gehen wir aber noch nicht rein. Wir stürzen jetzt erstmal und wechseln zu Sora. Weil warum denn nicht? Gleitblocken. Okay, verdammt. Noch ein paar Punkte gebraucht. Ja. Gut, wir machen im Gefängnis auf. Geil. Wir müssen immer noch Mickey retten, genau. Und ich hoffe, wir werden die Welt in diesem Party noch schaffen. Das wäre ein guter Abschluss, nämlich für diese Aufnahmesession. Dann hätte ich Traverse und das Land der Musketiere abgeschlossen. Das würde mich froh machen. Perforieren, hi. Und da unten so ein blödes Ding gewesen dann, ne? So eine Brühe. Ich werde aber Wecker einsetzen, falls ich welche einsetzen muss. Ich will es mit Sora jetzt hier schaffen. Rico kann ich noch nicht in die nächste Welt reingehen, weil die hat ein Level Voraussetzung von. Oh, ist schon richtig. Verdammt. Ja, hier kann man auf die Dinger stehen und sagen, irgendwo kann man doch auch auf so Fontänen rutschen. Boah. Alter, ich will auf den da oben losgehen, ne? Gibt es jetzt einfach nicht. Boah. Guck mal, ja. Man kann ich jetzt nicht bei dir so ein Dings machen, so ein Nennstadt, meine Güte. Boah, nur ein von euch immer kaputt hauen. War ja bloß angefangen, ich bei dir machen, ja, wenn ich mich um die so rumdrehe. Wenn ich jetzt mal einsetzen will, klappt natürlich nicht. Ja, genau das. Boah, Leute. Nein. Au, wer war das denn schon wieder? Komet. Ich kann auch Steine vom Himmel regnen lassen, ne? Pass mal auf, hier. Durchs Gefängnisdach. Mitten da rein. In euer Gesicht. Und alle sind tot. Weil es im Raum ist tot. Genau so muss das. Gleitrolle. Oh. So. Was denn? Was Neues oder kannst du dich schnell abräumen? Gegner schon angeführt zu entkommen. Kann ich doch schon. So, exakt gleiche Wald. Man da länger um Musik war oder so, verstehe die da jetzt die exakt gleiche Rolle wie vorher, nur hat hier so ein am Funken bin. Oh, das macht das macht den Gegner Schaden, aber das ist jetzt wieder so eine Rolle. Oh, den habe ich doch schon hier mal. Das ist wieder so eine Rolle, die einen nicht unbesiegbar macht, aber die den Gegnern Schaden macht. Die macht mich nicht so lange um Sieg, ob ich eine normale Ausweichrolle, ne? So läuft das doch. Der alte Schatzthron, ich weiß es nicht. Ich kann in die Mitte durchfahren. Okay, ich glaube, ich wechsle die Rolle wieder. Macht extrem wenig Schaden. Wenn ich eine Rolle einsetze, dann mache ich das nicht, um Gegnern Schaden zu machen, sondern. Was?
wenn ich eine Rolle schon einsetze, dann nicht um den Gegner Schaden zu machen, sondern um auszuweichen. Das hat mir mal einen Grund, warum ich deswegen die Ding nutzen sollte. Hat man nicht gesehen. So, was haben wir in der Mitte? Okay. Bum, bum. Wir haben noch ein paar gefehlt mit Sora. Ein paar ist gut, ne? Ein paar viele, glaube ich. So, das haben wir schon. Hier haben wir schon alle. Was ist denn das allererste Gebiet hier schon wieder? Das allererste Gebiet war der Trainingsplatz. Warum habe ich da nicht alles tun eigentlich? Macht noch keinen Sinn. Ah, ich habe die Rolle vergessen. Muss wechseln. Dann sind wir noch in meinem Level ab, bitte. Der ist aber Angriffswert erhöht. Oh, ich muss schon wieder niesen. Okay. Voll auf die beiden Trauben, die ich hier platziert habe. Den ganzen Korb voller Weintrauben zum Geburtstag bekommen, mich hat gestern war am 15. März und ja, aber bis ich das hier hochgeladen habe, ist das schon wieder eine Woche her. Jemand habe ich hier, worauf ich hinaus wollte, ich habe einen ganzen Korb Weintrauben bekommen. Meine Tante und auf die habe ich jetzt alles voll drauf gegießt. Oh, meine Essen. Und Mickey ist noch mehr trinken. Oh, ist noch mehr trinken, lustig, oder? Ich dachte, die würden jetzt alle so auf die Leiche gucken und so. Oh. You came back. Come on, man. We gotta save the princess. Aw, fellas. We're not even real musketeers. Wrong. You are real musketeers. And don't let anybody else tell you you're not. It doesn't matter what you wear. Only what kind of heart it is that beats inside of you. You know what? You're right, pals. When the bunch of us stick together, we can accomplish anything. Pete said he was here for the opera house, and that's where we'll find Her Majesty. Come on, musketeers. We've got a princess to rescue. Kommt jetzt schon der Bosskampf? Das geht ein bisschen zu schnell. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, wenn ich jetzt schon den Part gleich beende, dann noch voll viel Restzeit übrig. Was soll ich noch mal machen? Ich wollte ja mal versuchen, hier Dinge zu machen. Hier so ein Cup. So ein paar Medaillen oder irgendwie sonst bekommen. Ich glaube, hier habe ich eine. Opernhaus werde ich aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen erkunden können, ne? Das ist bestimmt das erste Gebiet, weil bei Rico irgendwie das erste Gebiet ist. Oder? Hey, over there! Oi, those nitwits! The boss is gonna be mad. Hurry! Princess! Come on, it's time to put our musketeering to the test. Alles klar.
Schnappen wir uns schon wieder. Vielleicht auch einer der besten Bosskämpfe, finde ich, in diesem Spiel. Einer der unterhaltsamsten, finde ich. Okay, kann man gar nicht drauf. Okay, dann kann sein, dass ich mit Rico da irgendwas verpasst habe. So, im nächsten Part werde ich übrigens auch ein bisschen höher überlevelt sein, also nicht überlevelt, aber höheres Level sein wegen nächste Welt, weil wir da Level 34 sein müssen. Das ist ganz schon krass. Also ja, ich wundere, und ich weiß noch aus Erfahrung, dass die Welt ganz schön schwer war. Ich glaube nicht, dass ich da immer mit Level 34 reingegangen bin. Da bin ich direkt nach der Welt hier reingegangen. Also das kann deswegen ein bisschen sein, dass ich ein paar Probleme hatte. Ich überlege gerade, ob ich die Gegner hier mitnehmen oder nicht. Aber nicht, dass der Bosskampf so lange dauern wird. Kreuzzug. Fällt mir ein. Das ging ein Gegner, vielleicht ein bisschen besser, aber nicht gerade gegen mehrere. Ja. Ja. Welches Level war denn Rico? Level 30, ne? Bis Level 30 Level war hier noch. Dann mach mal den Boss. Blatt. Level 30, ja. Bum, bum, bum. Zeitportal, nein. Vielleicht sowieso hier Level noch. Oder Gatte machen. Und zweimal Schaden mal ab, ne? Ja, ja. Also unfair manchmal. Manchmal bist du mit Angriffen drin und kannst dagegen nichts machen. Ein bisschen unbalanciert halt. In Kingdom Hearts 2, finde ich. Alter! Ja, ich wollte eigentlich nicht kaputt hauen. War irgendwie so ein, weiß nicht, Freiläufer. Ja, wie nennt man das? Wenn irgendwie eine Kugel ja abschweift. Einfach nur so geschlagen mit meinem Schlüsselschwert und der war so rechts neben mir und ich habe ihn dabei getroffen. Was ist das denn? Ah. Also mein Kampf ist hier. Schön. Bah. Ja, ne, ich habe gar nicht die riesige Truhe hier mit Rico öffnen können. Kommt man da hin? Ja, die da oben war. Bei Rico. Das ist eine große Truhe. Muss ich mir schon wieder vermerken. Oder hier war die, glaube ich. Muss ich mir schon wieder mit Rico vermerken. Was ich da rausgesammelt habe, dann offscreen. Und ich werde die offscreen einsammeln. Im Rezept oder irgendwie so was Geiles, oder? Hoffentlich. Ja, also diese ganzen, diese einen Part hier ganz viele Traumfänger hergestellt, da habe ich mir gewundert, ob ich die schon herstellen kann. Also ob ich auch welche herstellen kann, deren Rezepte ich noch nicht habe. Anscheinend ja. Also ich habe von, ich habe ja diesen Koch hier hergestellt. Und ich habe gerade ein Rezept von ihm gefunden, also wie gesagt so. Oh, jetzt ist Leben hinterlassen. Was ist das? Solltet ihr irgendwie nicht solche Probleme machen. Herr Jiminy. Herr Jiminy. Ah, wie sieht jetzt aus? Ja, 6 Dinger noch. Habe ich natürlich wieder verpasst, ist klar, muss ich wieder ausgehen suchen. Wir sind diese Welten ja nicht so verwirrend wie Trons Welt. Allein die
Zeitportale dazu finde ich schon sehr, sehr nervig. Welche, um welche ich mich übrigens auch aufs King kümmern werde, ne? Spezialportale hier finden. Weil die irgendwie on-screen suchen, da wird irgendwie eine Ewigkeit dauern, weil einige Welten haben irgendwie 5 oder 6 Stück von denen. Da müsste ich jedes Mal hier eine machen, dann stürzen, dann muss ich wieder eine machen, dann muss ich schon wieder stürzen. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht passend hier so für zum Aufnehmen. Muss jetzt nicht unbedingt gezeigt werden. Ich muss ja sowieso nichts Unbesonderes machen. Ich muss gegen Traumfänger kämpfen, ne? Weil mit dem passiert. Er ist aufgetaucht. Und ich glaube, da hinten kommt das von der Boss, ne? Ja. Fehlt nicht Level 30 vorher. Was soll's, werden wir schon schaffen. Ja, weil die so kompliziert zu holen sind, diese, muss ich hin. Diese Portale werde ich ausgehen machen. Ich muss einfach nur Traumfänger besiegen und irgendeine Herausforderung dabei erledigen. Nur zweimal getroffen werden oder was ich, keine freie Fluss Dinger machen. Das sind ganz normale Traumfänger, die ich mal bekämpfen muss mit irgendeiner Voraussetzung. Kann ich euch auch viel machen. Warum zählt er mich eigentlich nie mit? Außerdem sind 5. Wir haben auch Mini. Riku saved us. He's been by our side. All right. Musketeers, get the princess to safety. I'll handle things here. Right. Thanks, Sora. Irgendwie macht das nicht so viel Sinn. Why, you? How dare you thwart me in the nick of time? This don't add up, I tell you. Hey, over here, boys. That's right. You'll need help. Hat Joshua nicht gesagt in Traverse, dass es 2 verschiedene Versionen von der Welt gibt? Also irgendwie vollkommen anders. Warum sehe ich jetzt schon meine AP und so? Was? Doch, nehmen wir erst auf, nachdem die Voraussetzung gesagt wurde. So, mein Kampf gegen Karo haben wir auch noch nicht. In dem Spiel. Ich kann ja nicht runter. Verdammt, sind ein bisschen Truhen, ne? So, euch schaffe ich noch, wer hat gelacht. Wo einer schon kaputt, okay. Was ist denn da passiert? Was? Ich bin auf die Stelle gelaufen. Hey, ich dachte, einer von euch war kaputt gewesen. Kommt mal her. Gott. Zielschuss, komm her. Hör auf den loszugehen. Boah, hat ja gar keinen Schaden, ey. Geht gut. Super. So, du bist jetzt aber kaputt, ne? Ach so. Okay, stimmt, dabei aber was? Was? Muss ja gucken, was das Richtige ist oder was? Was? Was muss ich ja machen? Was? Hallo? Wie die auftauchende Aktion aus? Ja. Das muss ich ja machen. Hallo? Yeah.
Alter, was muss ich ja machen? Will ich verarschen? Ey, was soll das? Alter, was muss ich ja machen? Hey, was soll das? Werde doch gleich wieder auf und ist wiederbelebt. Die auftauchende Funktion mache ich doch, ey. Was soll denn der Scheiß? Was muss ich ja machen? Einer von war Gold, okay, habe ich jetzt gesehen. Ich muss beide drücken, ey. Konnte man den normalen Kämpfen auch machen? Beide drücken? Müssen wir schon sagen, ey. Wurde wahrscheinlich gesagt, ich weiß, aber. Alter, war jetzt schon wieder. Oh, meine Güte. Was? Oh. Das ist einer der besten Kämpfe. Dem Spiel irgendwie nicht so. Weil ich das nicht gecheckt bekomme hier. Hätte man bestimmt den ganzen normalen Kämpfen auch machen können, ne? Mich hier als verzweifeln lassen. Ja, wem war? Die normale Rolle, ja, ne? Ganz ehrlich, blocken bei fast allen Einsätzen, habe ich so das Gefühl. Ich geh weg von denen. Das war schlecht. Der war den ein. Vielleicht pennt er ja mitten im Kampf ein. Boah, das ärgert mich jetzt. Also ich hätte dann in den anderen Kämpfen auch die ganze Zeit machen können. Dann hätte ich wahrscheinlich zwei Dinge auf einmal machen können immer. Oh. Dreck. Naja. Hey, wenn du mit Konter hier irgendwie das gesamte Spiel schaffen kannst. Mehr drill ich in den Hintern und zack. Ach ja. Und er wird abgeschoben. Pff.
ausgezeichnet. Weil das war jetzt schon wieder schwieriger, als es eigentlich ist. Eieiei. Ich bin der Einzige, der sich so blöd angestellt hat in diesem Kampf. In gratitude for being so brave and saving us all, I hereby officially dub the Royal Musketeers. Thank you all. We did it! How was? Wir auch so ein Degen haben, ein Rapier, oder wie auch immer man das nennt, Fechtstock. All for one and one for all. No, perfekt, da ist ein Schlüssel noch. Zurück habe ich gerade dahin gezeigt. Huing. Sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Cutscene wahrscheinlich, ne? Nachdem wir beide mit beiden ja die Welt abgeschlossen haben. Die Story ein bisschen, oh Gott! I sensed something was amiss nearly the moment Sora and Riku departed. Xehanort must have known what we were attempting before we even began. But you do know where they are. You must understand, this examination is in no way how the mark of mastery is usually found. However, in light of what they must do next, it was a necessity. If Sora and Riku complete their test by finding the seven doors corresponding to the seven pure lights, they will return home with a new power. At that point, they will both be true masters. However, the dangers make this more trial than test. But are they safe right now? Considering their ability, Birth by Sleep müsstest du nur ein paar Kugeln besiegen. Wenn ich auf den Arm nehmen. All my attempts to locate Sora and Riku end questionably. Xehanort is a devious tactician. There is nothing we can do that he will not, to some extent, be able to predict. So? As you can see, the organization's members are complete people again. Xehanort will be no different. We cannot afford another moment's hesitation. We must consider any strategy to outwit Xehanort and catch him off guard. I must warn you again. The road will not be easy. Fine. Let's jump right in. Okay. Das ist eine sehr gute Frage, die ich da aufgemacht habe. Warum müssen wir jetzt hier, ja, ich werde bis Level 34 leveln. Warum müssen wir jetzt irgendwie sowas kompliziertes machen? Denn Kingdom Hearts Birth by Sleep muss es nur ein paar Kugeln kaputt hauen und dann hieß es, ja, du bist jetzt ein Meister und du nicht. Boah, das ist auch voller Kack hier. Ja, gucken wir mal hier bei Fertigkeitslinke. Link. Hey. Ha, perfekt. Das werden wir nächstes Mal haben. Hoffe ich. Link. Wo ist das? Notaufladung, Geheimroute, ja. Wollte ich glaube ich haben, ne? Aber da. Eisbecher. Eisbecher? Da haben wir schon mal ein paar Sachen hier. HP Boost, ja, um die Geheimroute da zu öffnen. Jetzt war schon fast da, ne? Und natürlich tut er da oben was öffnen. Dann haben wir hier Magis wäre und da haben wir Geheimnis. Geheimnis, Geheimnis. Da war der Finalelixier, werden wir am nächsten Mal auch haben, hoffentlich. Ja, wahrscheinlich nur ein Elixier, ne? So läuft das doch.
So, okay, dann werde ich mal gucken, ob ich noch was herstellen kann. Und jetzt nicht noch mal meine ganzen Fragmente hier durch. Gut, in der nächsten Folge werden wir Level 34 sein, damit wir mit beiden Charakteren Simsalabim Symphonie auch halbwegs irgendwie hier betreten können, ohne die ganze Zeit zu verrecken. Ich werde vielleicht gleich nach dieser Aufnahme mal kurz hier in die Welt reingehen. Ich weiß ja, ich kenne das Spiel auch schon, ich weiß ja alles, wie es hier läuft. Und mal gucken, wie viel Schaden ich bekomme und wie viel ich wirklich trainieren muss. Aber ich werde wahrscheinlich bis Level 34 leveln. Und bis dahin werde ich ein paar Sachen gelevelt haben und so Fähigkeiten gelernt haben. Und ja. In dem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ciao.